50.000 wie im Berliner Poststadion vor 50 Jahren waren es nicht heute, aber 30.000 kamen ins Nürnberger Stadion zum Tabellen-17. Und das ist ja auch schon was. Dieses immergrüne Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg ganz in Weiß und dem FC Schalke 04. Manni Schwabel vom FC Bayern gekommen und Stefan Reuter, der Libero, der sich ja bekanntermaßen oft in die Angriffe des 1. FC Nürnberg einschaltet. Und die erste Chance für die Nürnberger, vergeben von Rainer Geier, dem Mittelfeldspieler. Aber auch eine gute Reaktion von Torhüter Pavel Matschak, der heute für Walter Junghans im Gehäuse der Gelsenkirchner stand. Der FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit sicherlich defensiv eingestellt. Die Nürnberger wie immer zu Hause schwungvoll und offensiv. Joachim Filipkowski, die 18. Spielminute, die Führung für den 1. FC Nürnberg. Natürlich Begeisterung bei den 30.000 und wir sehen das Tor noch einmal in der Zeitlupe. Kein Abseits, das muss ich dazu sagen, auch kein Protest von Schalker Seite. Matschak ist ausgespielt und Filipkowski hat das über 7 Meter breite Tor alleine vor sich und er trifft zum 1:0. Bei den Schalkern ging wenig zusammen, es fehlte Jürgen Wegmann wegen Verletzung und immer noch natürlich Schipper. Bei den Nürnbergern Norbert Wagner, gesperrt wegen der roten Karte, die er hielt. Dies war eine der wenigen Möglichkeiten in der ersten halben Stunde für den FC Schalke 04. Nürnbergs Trainer Heinz Höher mit seiner Mannschaft zufrieden. Dieter Eckstein seit kurzem ja im A-Aufgebot von Franz Beckenbauer, der übrigens im Stadion weilte. Und da zeigte Eckstein eigentlich nie besondere Leistungen, wenn der Teamchef da war. Und die Nürnberger gewannen auch noch nie. Hier ist Jörn Andersen verletzt worden. Wir sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Sein Gegenspieler Thomas Kruse grätscht hinein. Und Andersen muss ausgewechselt werden. Er hatte eine schwere Fleischwunde am Knie. Und für ihn kam Achim Wilbois. In der letzten Saison spielte er noch in der Amateurliga bei Eintracht Trier. Hier Jörn Andersen, der jetzt schon im Krankenhaus liegt. Wieder Dieter Eckstein mit der Elf. Er versucht es öfter jetzt mit Flanken, nicht immer so eigensinnig, wie er dies oft machte, aber auch mit Erfolg. Und wieder im Tor von Schalke 04 Pavel Matschak. Bisher fehlerlos. Die Schalker bauten langsam auf, suchten ihre Chancen. Bei Kontern, das ist ihr bester Torschütze bisher in der Bundesliga, André Bistram und Klaus Teuber, der Kapitän, der ja vor etwa 5 Jahren von Nürnberg nach Schalke gewechselt ist. Aber die besseren Chancen bei den Nürnbergern und wieder Dieter Eckstein und erneut im Tor Pavel Matschak mit einer glänzenden Parade und wirklich einem hervorragenden Spiel. Das Vertrauen, das Rolf Schafstall in ihn gesetzt hatte, das war in Ordnung. Wenig Chancen bei den Schalkern, meist nur aus Standardsituationen, aus Freistößen oder Eckbällen. Und dann die Nürnberger. Manni Schwabel, der kleine Münchner, mit hervorragenden Pässen glänzte er. Und Roland Grahammer, der für Norbert Wagner spielte, auch er heute mit einer hervorragenden Leistung. Und Manfred Schwabel, der kleine Münchner, macht das 2:0 in der 41. Spielminute. Sein erster Treffer in der Fußball-Bundesliga. Und da freut er sich natürlich, der Kleine. Und wir sehen das Ganze noch einmal in der Verlangsamung. Er beweist Auge und Übersicht. Mit dem Innenriss sieht er, dass die lange Ecke frei ist. Dorthin schiebt er den Ball. Die Nürnberger führen zur Halbzeit vor knapp 30.000 Zuschauern verdient mit 2:0. Und auch dabei war, das sagte ich schon, Franz Beckenbauer, dem Trainer Heinz Höher lustigerweise, humorvollerweise eine letzte Chance gegeben hatte, in Nürnberg endlich einen Sieg zu erleben. Und wieder Schwabel. Die Nürnberger weiter überlegen. Filipkowski. Einer der Mittelfeldspieler, der in den letzten Wochen hervorragende Kritiken erhielt. Auch einer vielleicht für Franz Beckenbauer, wer weiß es. Grahammer geht auf und davon. Achim Wilbois, der Eingewechselte. Das hätte das 3:0 sein können, vielleicht sogar müssen. Aber ihm fehlt natürlich noch die Routine in der Fußball-Bundesliga. Da sehen Sie diese hundertprozentige Torchance von Wilbois. Und immer wieder die Nürnberger. Wir würden ihnen gerne Schalker Chancen zeigen, aber bis dorthin gab es keine. Der 1. FC Nürnberg mit einem wirklich hervorragend aufgebauten Spiel. Die Schalker in der Abwehr. Etwas durcheinander. Und wäre nicht Matschak im Tor gestanden, zu diesem Zeitpunkt hätte es höher als 2:0 für die Nürnberger stehen können.
Sie sehen die Schalker vorne ideenlos und immer wieder dazwischen die junge Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Stefan Reuter, der Libero, versucht es alleine und wird von den Beinen geholt. Aber Schiedsrichter Dr. Umbach lässt das Spiel weiterlaufen und Dieter Eckstein vergibt diese Chance. Noch einmal die Zeitlupe. Ein klarer Elfmeter, wie ich meine. Reuter von den Beinen geholt von Dietmar Roth mit der Nummer 2. Aber es gab keinen Elfmeter. Weiterhin 2:0 für den 1. FC Nürnberg. Und der Tabellen 17. weiter im Vormarsch. Die Schalker mussten sich Minute für Minute der Angriffe erwehren. Hier wieder Matschak mit Glanzparade gegen Anders Gieske, den Nürnberger Kapitän. Der Vorstopper der Zeit hatte sich in den Angriff mit einzuschalten. Dann gab es Gelb für den Schalker Bistram. Er wurde später ausgewechselt, zu Recht von Trainer Rolf Schafstall. Denn er hatte wieder gefoult und das hätte vielleicht sogar rot sein können. Aber bleiben wir beim Spiel, doch bei den Aktionen des 1. FC Nürnberg. Erneut Eckstein. Und wieder trifft er nicht. Unglücklich, aber Heinz Höher feuert seine Mannschaft an. Wieder der Klub mit Filipkowski. Da geht Rainer Geier, bekommt den Ball. Matschak aus dem Tor. Und erklärt die Situation und Wilfried Hannes erhält Gelb für dieses Foul an Achim Wilboa. Trotzdem, es muss gesagt werden, eine faire Begegnung zwischen den zwei deutschen Fußball-Altmeistern. Wieder Reuter. Wieder alleine. Und Matschak muss nicht eingreifen bei diesem Schuss von Stefan Reuter. Und dann kamen die Schalker in der letzten Viertelstunde. Ralf Regenbogen sehen Sie mit der Nummer 12. Er wurde eingewechselt für Thomas Kruse. Das hieß, Rolf Schafstall setzte auf die Offensive. Und die ein oder andere Möglichkeit eröffnete sich dann auch den Gästen aus dem Ruhrpott aus Schalke. Olaf Thon, Sie sehen mit der Nummer 10 bei diesem Freistoß. Tja, und da hat Andreas Köpp geglückt, aber er beweist auch Können bei dieser Aktion. Thon sehen Sie, er ist bandagiert, er ist Oberschenkel verletzt, vielleicht dadurch auch ein bisschen gehandicapt. Die 83. Spielminute und dann ist der Anschlusstreffer da. Klaus Teuber, der Ex-Nürnberger, der Kapitän. Das sehen wir noch einmal in der Zeitlupe. Da schläft die Nürnberger Abwehr. Wilfried Hannes, das ist eingeprobt im Training, verlängert mit dem Kopf von Klaus Teuber, macht das 2:1. Da ging es so oft wie in den letzten Wochen beim 1. FC Nürnberg. Dann zitterte man und die Schalker kamen. Chance für Olaf Thon. Wenig Entlastungsangriffe zu diesem Zeitpunkt. Da übernahmen die Schalker das Kommando in den letzten 10 Minuten. Trotzdem eine Chance für den 1. FC Nürnberg. Manni Schwabel war das.